und weiter geht's. Willkommen zurück bei Let's Play Mega Man X3 mit Xim Schlepptau. Ja, ist ein bisschen schwierig zu reden. Ich werde gerade hinterhergezogen. Ja, genau. Gut. Nachdem wir Crash Fisch oder so besiegt. Das war eine sichere Aussprache, ja. Ja. Ich habe gerade extra nochmal geguckt, wie der Typ heißt, ja. Und ich glaube, er hieß Crash Quarfish? Nee, Crash, ja doch, Crash Quarfish. Ja, Crash, nicht Crash. Ja, auf jeden Fall, ich habe mal recht. So. Nee, nicht wirklich, ich weiß. Gut, ab zum nächsten. Diesmal überspringe ich hier nichts. So. Da, Tunnel Rhino. Tunnel Rhino. Okay. Gut. Was mir natürlich jetzt aufgefallen ist, natürlich musste ich, wo ich vorhin bei dem Boss, also die Stage angewählt habe und habe ich gesagt, ja, ich werde den Namen ja nochmal sehen, wenn ich Game Over gehe. Natürlich bin ich da nicht Game Over gegangen. Wenn man es einmal nützlich wäre, ne? Man geht immer nur dann Game Over, wenn es gerade unnütz ist. Ja, wäre ja sonst langweilig, oder? Ja, hast du recht. Hätten die Zuschauer doch gar nichts zu lachen. Oh, bei mir hat man sowieso genug zu lachen, da ich mich so dämlich anstelle wie... Ja, keine Ahnung. Deinen todernsten Videos, meinst du? Ja, das stimmt. Hier geht's um den Sinn des Lebens, wie man sicher weiß. Hey, wir hatten schon mal eine Diskussion zu dem Thema. Meinst du bei dir auch bei Boschi? Nein, in deinem Let's Play, wo ich dabei war. Immer, war das bei dem Mega Man 3 Hack mit Indonesien oder? Ja. Yep. Achso, okay. Respekt, dass du dich daran noch erinnerst. Ich erinnere mich an vieles. Nur leider selten an das, woran ich mich erinnern sollte. Okay, was ist der richtige? Okay, auf jeden Fall weiß ich, da ist ein Herzdingens. Kennst du das Sprichwort mit die Neugier ist der Katze tot? Ja, ich habe halt nicht aufgepasst. Und ich dachte, ich gehe schon ein bisschen vorsichtiger voran, aber war wohl noch nicht vorsichtig genug. Siehst du, jetzt weißt du, wie du es in Zukunft besser machen kannst. Noch vorsichtiger als vorsichtig vorangehen. Ja, genau. Ja. Gut, und jetzt mal wieder hier, nee, nicht wieder speeden. Das ist keine gute Idee. Ja, sollte man in einem Spiel, das man nicht kennt, lieber nicht machen. Ja, das ist sehr risikoreich. Ungeduld wird schnell bestraft. Gut. Ah, gut. Ist aber auch irgendwo nötig, oder? Hast du recht, ja. Was haben wir denn Schönes? Na gut. Das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können, wäre durch die Säure vielleicht die Seile wegätzen, aber gut. An sich jetzt nicht unnachvollziehbar, aber... Naja, das wäre das Einzige, was vielleicht bei Säure, denke ich, mir nützlich wäre, überhaupt da durchzukommen. So, ja, das ist hier das... Ja gut, Seile durchschneiden. Ah, ich glaube, jetzt ist nur das Ding kaputt gegangen. Ja, scheint nichts zu machen. Ja. Gut. Ihr wollt mich da hinlassen? Ihr seid richtige Arschlöcher. Da ist ein schönes Herz und ich darf es nicht haben. Ach, leck mich. Ich komm wieder. Wir sehen uns nochmal, Kollege. Ja, mal schauen. Es kommt ganz drauf an, was du später sagst. Also komme ich nicht wieder, okay? Wenn du schon so sagst. Was heißt, du kommst nicht wieder? Das heißt, damit war nur gemeint, ob du dir die Sammelei antun willst. Ach so. Ja. Vielleicht habe ich da ja schon genug, dass ich mir denke, gut, das wird reichen, wer weiß. Je nachdem, wie heftig das Sammeln ist. Ich meine, du machst ja jetzt nicht ein 100% Let's Play von dem hier.
Nee, ich mache ein Dämlichkeits-Let's Play von dem hier. Nee, wenn du das machen würdest, würdest du einfach in jedem Gegner erstmal sterben und irgendwann in der 14. Folge, ja, dann machen wir mal den Boss. Ja, ist doch fast schon so bei mir. Gott sei Dank nicht. Ich meine, es ist vielleicht jetzt, weiß ich nicht, die 7. Folge oder so und ich bin erst jetzt beim 7. Boss oder so. Und? Naja, so schnell ist das nicht. Es gibt Leute, die hätten erstmal jeden einzelnen Abgrund ausprobiert, ob man da sterben kann. Ja, die Spieletester. Nee. Traurigerweise nein. Nee, war nichts. Also gibt's Leute, die tatsächlich gibt es Leute, also Let's Player oder so, die spielen das Spiel und dann denkt man, Mann, sind die Spieletester oder warum testen die jeden Abgrund, ob der funktioniert? Ja, also ich sag's mal so, ich hab mich mal umgesehen in Sachen Mega Man X Let's Plays, also von den ersten drei Teilen natürlich, weil von den anderen will ich mir nichts vorwegnehmen lassen. Und ja, man sieht so einiges. Ja gut, wenn man es blind spielt, ist es ja jetzt nicht so schlimm, wenn man mal testet und wegen Itemsuche, ne? Ja, das ist halt das, wenn man noch das vom klassischen Mega Man im Kopf hat. Da sind die Mega Man X-Teile, das war jetzt mutig. Wenn man die klassischen Mega Man-Teile noch im Kopf hat, dann verhält man sich natürlich etwas anders, das stimmt schon. Ja, ich kenne ja die klassischen Teile sehr gut. Die X-Teile nicht so wirklich. Es ist blind hier. Oh, da ist sogar was. Haha. Ach, der schwerste Energietank im ganzen Spiel. Der war jetzt wirklich sehr einfach. Sag ich doch. Also wenn man mit Tunnel Rhino anfängt, dann hat man eigentlich schon mal einen ziemlich guten Vorteil. Da ist er. Wer bist du denn? Ach, letztes Mal war es Bit, jetzt ist es Byte, okay. Nett dich zu treffen, X, ich bin Byte. Ich wurde programmiert, um dich zu vernichten. Ja, das trifft's ganz gut. Viel Spaß. Was? Ey! Was ist das für ein Arschloch? Autsch. Ja. Okay. Wieder so ein Gegner, der gerne in Kombinationen angreift. Der hat mich saftig aus dem Leben gehauen. Ah, ich muss jetzt mehr Energie da hinkommen, dann wird das vielleicht auch was. Ach meine Fresse, ich bin zu dämlich auszuweichen. Ja, ich denke, bald sollte kein so großes Problem darstellen, auch wenn es jetzt vielleicht recht schwierig ausgesehen hat, aber... Ja, ich kenne halt sein Muster nicht und weiß nicht, wie er macht, deswegen mache ich auch einfach irgendwie und teste mal so drauf los. Hier und da Wandsprünge und Dash-Sprünge kann nie schaden, so denke ich mir dann. Ja. Und so gehe ich das dann einfach prinzipiell bei den Bossen an, immer mit viel Dasherei und Wandsprünge und so ein Zeug. Ja, wie man es bei Mega Man X halt normalerweise macht. Ja, weil ich weiß ja jetzt auch kein genaues Prinzip, deswegen kann ich nicht von vornherein sagen, ich muss das so und so genau machen. Ich kann nur hoffen, dass es einigermaßen klappt mit der Methode, die ich dann mache, ne? Was auch sonst? Ja. So. Mein Schädel, lass mich mal da durch hier. Warte. Nur nicht zu viel Eile. Oh, da hatte ich gerade noch das richtige Projektil getroffen. Gut, da machen wir einen kurzen Schnitt. Weiter geht's hier und rein da. Gut, ich versuche einfach mal immer so ein bisschen über den Rohr zu springen. Vielleicht funktioniert das. Und dann mit den... Ja. Ach, meine Fresse. Verdammt, ich bin zu doof, um die zu besiegen. Ach, verdammt. Jetzt muss aber mal wirklich ein Sieg her.
meine Fresse. Wie ich mich immer von jeder Scheiße treffen lasse. Inkompetenz in Person. So. Oh, X, was sollte das? Benimm dich. Ist der bald immer in dieser Stage? Nö. Okay, also ist es zufällig. Ja, wenn du schon so sagst, kann ich ja sagen, wie es funktioniert. Und zwar wird da, sobald du die Tür zu so einem Zwischenraum betrittst, wird da per Zufallszahl ausgerechnet, ob dieser Boss dort erscheint oder nicht. Ach so. Ab dem Zeitpunkt, ab dem du diese Sequenz gehabt hast, ist genauso wie bei Wahl. Muss er irgendwann erscheinen? Yep, also du kommst nicht drum rum, ihn und Bit zu bekämpfen. Also spätestens, wenn du dann nur noch zwei Bosse hast und vorher beiden wirklich konsequent aus dem Weg gegangen bist, irgendwann musst du sie besiegen. Und ich sag mal, ich glaube, das Schlimmste wäre gewesen, wenn Byte in der World Catfish, im World Catfish's Level aufgetaucht wäre. Nerv mich nicht. Was meinst du? Nicht du. Ich hab nur zu dem Typen mir gesagt, er soll mich nicht nerven, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Das ist immer eine interessante Aussage, wenn du dir an den Boss richtest. Ja, sorry, wenn ich dich jetzt angesprochen gefühlt hast. Ich meinte dich natürlich nicht. Nee, ich hab nur akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Also. Ach so, ja, ich hab auch ein bisschen genuschelt, da ich konzentriert war und es noch bin, hoffe ich. Du hast mir jetzt nicht sagen wollen, dass man bei dem Boss hier konzentriert sein muss, oder? Naja, ich bin zweimal gegen ihn gestorben. Das war auch eher scherzhaft gemeint. Ich hatte nicht erwartet, ich hatte das nicht erwartet. Macht, ich habe dieses Mal verloren. Aber, ja, was auch immer. Meine Übersetzungen sind mal wieder sehr bescheiden. Ich vernichte dich das nächste Mal. Oder so ähnlich. Ja, ich find's nur so immer so ein bisschen schrecklich, wenn Übersetzungen dann so Wort für Wort sind, also Google-Übersetzer-Stil. Ja, ich kann ja auch nicht besser. Ich bin froh, wenn ich das überhaupt hinkrieg, weil meine Übersetzungen sind prinzipiell scheiße, da ich Englisch überhaupt keine Erfahrung hab. Ich weiß, du bist da besser in Englisch. Ja gut, ich meine, es sollte jetzt auch nicht in dem Sinne ein Vorwurf sein. Auch wenn es wie einer klang und... Ist ja nicht schlimm. Machen wir mal das Ding voll da. Ein bisschen kann ich schaden für die Energie. So, und... Ich habe ja gesehen, dass du in deinem X2LP damals, was ja schon ein bisschen lange her ist, muss man dazu sagen... an alle Leute, die jetzt irgendwas schreiben. Das war, hat er Anfang 2014 hochgeladen, der Xi. Da hat er es, glaube ich, noch nicht gewusst, dass die Fledermäuse nur in X2 nur Waffenenergie droppen, ne? Nee, das wusste ich nicht. Ja, genau. Deswegen hast du ja auch ein paar Mal vor Searches gefarmt und hast dich gewundert, dass die keine... Also keine Lebensenergie droppen, so meine ich. Sorry, wenn ich jetzt gesagt habe, oder habe ich gesagt, nur, ach, ich bin total verwirrt. Das ist doch heute ein bisschen normal bei mir. So. Okay, dann komme ich da nicht durch. Inkompetenz, yay. Yeah. Lass mich in Frieden. Was hat das mit Inkompetenz zu tun? Ja, keine Ahnung. Ich rede wieder, bevor ich, nachdenke? Ja, genau. So, noch ein Zwischengegner. Einer reichte nicht. Beziehungsweise, ja gut. Byte
als direkten Zwischengegner zu bezeichnen. Wäre in dem Fall, glaube ich, eher falsch. Ach, scheiße. Der ist eigentlich easy. Ja, der hat eigentlich nur eine problematische Sache an sich. Ziemlich eintönig bisher. Deswegen eigentlich nicht so schwer, weil das Muster auch gut zu halten ist. Er hält ein bisschen was aus, aber gut. So. Jetzt da er kaputt ist, weiß nicht, soll ich sagen, was an dem Boss theoretisch problematisch werden könnte? Sag ruhig. Wenn du zu lange an der Wand oben bleibst, dann kann es passieren, dass der mit dem einen Arm sich oben an der Wand festkrallt, hochzieht, mit dem anderen Arm dann gegen deine Wand dagegen hält, darauf quasi dich vom Hochgehen abhält, und dann fährt der Wagen von selber an die Wand hin. Das ist nervig, ne? Ja, du musst halt dann im richtigen Moment auf den Wagen draufspringen, um dem auszuweichen, ansonsten kriegst du halt Schaden. Ich finde das gar nicht mal so leicht auszuweichen. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, da war ich jetzt wieder total unvorsichtig. Ach ja. So, jetzt habe ich die Information doch zum falschen Zeitpunkt gegeben. Mist. Warum? Ja, weil du den jetzt nochmal vor dir hast, oder nicht? Naja, ich wäre eh nicht lange an der Wand gewesen, ne? Das ist richtig, aber... Man könnte mir ja schon wieder was... Autsch, verdammt! Ach, hier... Ich... Oh, meine Fresse. Ja, gib mal her da. Meine Fresse. Ich stelle mich aber auch an. Das sind jetzt keine so dramatischen Fehler. Ach, einer nach dem anderen. Das sind alles nachvollziehbare Fehler. Ja, vielleicht, aber ich mache sie trotzdem nicht gerne. Ja gut, ich sag mal, so schlimm wäre es, wenn du dieselben Fehler wirklich wieder und wieder machen würdest. Dann wird's dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, Lernfähigkeit wäre schon ein bisschen... Definitiv. Das ist der Punkt, wo ich mir auch, wenn man was das erste Mal spielt, wo ich mir dann irgendwann denken würde, Ansonsten... Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier... nach diesen 10 Minuten wieder ein neuer Part anfängt oder ob nur ein Cut ist. Scheiße. Kann man dem Programm nicht irgendwie einstellen, dass es nach 10 Minuten einfach die nächste Aufnahme startet? Leider nicht mit der kostenlosen Version, ne? Ja, und andere Programme ziehen zu viel Leistung, ist das Problem bei mir. Ja, wenn selbst der Emulator dann langsamer wird, ist natürlich problematisch. Ja. Der Emulator ist jetzt noch nicht so leistungsfressend. Da hatten wir den. Dann frage ich mich, wie Spiele wie Boshi bei dir funktionieren würden. Da die ja leistungsabhängig sind vom Inhalt her. Naja. Es geht. Mit dem Emulator geht das, glaube ich, irgendwie. Im Übrigen ist Boshi mittlerweile wieder aktuell, wie ich gehört habe. Aktuell inwiefern? Im Gespräch. Im Allgemeinen. Okay. Was ich ziemlich erstaunlich finde. Ich muss noch mal kurz einen Cut machen.